Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Planet Base auf unserem kleinen Planeten. So, unsere Kajüte kann fast gebaut werden. Es fehlt nur noch hier CNT2 Baubot. Sehr gut, du reichst das Ding. Und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht mal hier so ein paar Bots herstellen können. Beziehungsweise wo wir diese Technologien herbekommen. Das ist natürlich auch noch eine Frage, ne? Irgendwie Forschungsdinger können wir nicht bauen. Ich gehe davon aus, dass das Patente sind, die wir uns kaufen können. Da müssen wir mal die Augen aufhalten, dass wir vielleicht noch so einen Baubot oder so, dass wir die herstellen können. Das wäre auf jeden Fall cool. Bis jetzt haben wir nur diese kleinen Transportbots, die wir bauen können. Aber irgendwie kriegen wir davon auch keine, ne? Können wir hier mal priorisieren, dass wir mal ein bisschen Zeug hier kriegen. Warte mal, den können wir doch eigentlich... Brauchen wir Waffen? Ist nicht. Also wir machen zweimal so Chipse und dann machen wir einmal das, dann machen wir einmal das und dafür brauchen wir auch die Chipse und dann... Ja, ne? So, die sind alle relativ müde. Hier wird schon ordentlich ins Bett gegangen, alles klar. Der Sauerstoffgehalt sinkt, umso mehr Leute reingehen. Ja. Vielleicht nicht so gut, ne? So, da haben wir vollen Sauerstoff. Und das geht natürlich gerade hier Biodom. Müsste eigentlich auch Sauerstoff herstellen, ne? So wegen Pflanzen und so. So, Kajüte ist fertig. Würde ich sagen, bauen wir Betten, auch wenn es echt teuer ist. Aber... Wer hier 50 Leute beherbergt, der muss Betten am Start haben. Das ist mal so. So, und komischerweise, wir kriegen ja die ganze Zeit Bioplastik, sonst könnten wir hier nicht so viel aufbauen. Hör mal, kommt ein Sturm. Sandsturm steht kurz vor. Ich dachte, der könnte hier Katastrophen erkennen. Sausack. Los, macht euch rein. Auf zur Arbeit. Egal, unser Solarpanel passt. Warte mal, jetzt müssten wir mal gucken. Ja, wir laden sogar auf. Das ist gut. Mitten in der Nacht. Wunderbar. Vielleicht sollten wir tatsächlich ein paar von den Gemüsefeldern in ein paar von den Getreidefeldern und so tauschen, damit wir mehr von dem Stärkezeug bekommen. Weiß nicht, ob das Sinn macht. So, hier wird schon gegessen. Sehr schön. Ah, herrlich. Herrlich. Kann man eigentlich so ein Gebäude auch ausbauen? Nö, ne? Hä? Ja, wie geil ist das denn? Cool, ich kann hier so. Jo, ich kann die Kamera drehen. Ist ja total geil. Der Sand, der pustet auch hier durch. Siehst du das? Ah, was es alles gibt. Irre. Können wir mal hier kicken. So. Planet News. Planet News. Der Sandsturm wütet. Nehmt euch in Acht. Cool. 24 Stunden News. Klar. Cool. Cool. Wirklich cool. Mal hier mal gucken, wo die pennen. Mhm. Dass die alle keine Decken haben, ne? Das ist schon, So, hier knackt auch schon der erste. Wir haben halt echt kein Bioplastik. Ich kann es noch so oft wiederholen, es wird sich nichts ändern. So, hier wird repariert, alles klar. Sehr schön. Natürlich auch. Ich glaube, gerade bei so einem Sandsturm wird das schon alles in Mitleidenschaft gezogen, ne?
Und ich würde mal behaupten, dass wir so langsam auch an eine Wassergrenze kommen. Weil wir verbrauchen 11 und produzieren 13. Da müssten wir vielleicht noch einen Wasserextraktor bauen in Big. Wo machen wir den denn hin? Eigentlich können wir so die komplette Energiegeschichte nach hier hinten auslagern, ne? Das ist ja egal. Da hinten brauchen wir dann einfach nur noch Energie und Wasser und so. Das wird ja alles... Das hat ja irgendwie keine Abklingzeit oder so, ne? Wasserverbrauch 0,5 von den 0,5 für Bauteile verbraucht wird. Also. So, keine Arzneimittel mehr und keine Ersatzteile mehr. Wir haben allerdings Arzneimittelpflanzen 8 Stück. Es fehlt Bioplastik. Es fehlt Bioplastik. Komm, wir bauen noch Maschinen. In der Bioplastikanlage. Weil es ist überall was drin. Wir haben Stärke am Start. Es muss nur gemacht werden. Wenn ich sowas hier recycle, ne? Du behältst ein Bioplastik. Okay, cool. Dann recycle ich das jetzt mal. Und mache dafür noch Felder hin, die Stärke bringen. So. Wir bringen ja auch Nahrung. Ist ja eigentlich nur ein Nahrungs... Also quasi drei weniger, die wir jetzt über die Zeit haben. Bioplastikprozessor wurde gebaut. Sehr schön. So, die bringen alle einen Haufen Essen hier. Cool, cool. Sehr schön. Bauteile wurden gebaut. Wunderbar. Also gut, dass ich das 1:1 zurückkriege, ne? Das kostet 1 und es bringt 1. Händler? Jawohl. So, grüß Gott. Guten Tag. Jet W. Nolan, wie viel möchtest du? 65% Kommission, Junge. Du brennst doch nicht ganz sauber. Patent für Goliath 400. Da will er 660. Wie um alles in der Welt soll ich an 660 rankommen? Mit so viel... Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Irre. Warte mal, ich will mal gucken. Ach, warte, ich muss den noch wegschicken hier. Tschüss. Hau ab. Herstellgrenzen. Das ist aber nur für das Zeug hier, ne? Was haben wir denn noch hier? Meilensteine. Bevölkerung erreichen 100. Wir sind jetzt bei 50. Energie 500 kW Energie. Halte 10 Technologien. Prestige erreichen. Baue oder kaufe 10 Bots. Monolith. Bevölkerung erreichen 300. Okay, Technologien. Patent für Goliath-Turbinen. Größere Windturbine. Bau von Massenspeichern. Größeres Lager. Bau von Megakollektor. Größerer Energiekollektor. Bauboards. Gen-DNS. Ermöglicht es dir, Gentomaten anzupflanzen, die schneller wachsen. Allerdings gibt es Stimmen, die sagen, dass sie gefährlich für die Gesundheit sind. Naja. Patent für Bohrbots. Superextraktor Farmdom. Größeres Biodom. Ah, cool. Mhm. Im Moment ist keine Warnung. Ach, hier kann ich die... Da kann ich dann die Warnung einstellen. Alles klar. Also wenn der Junsturm kommt, wenn der Junsturm kommt, dann... ja. Was ist das hier? 24 Tage, 18 Stunden. So lange leben wir schon hier. Ja, läuft. Wir haben es drauf. So, hier wird noch das letzte Bett gebaut. Wunderbar. Hier haben wir auch genug Sauerstoff drin. Ja, alles tutti. So, dann muss hier produziert werden. Und vielleicht... Ne, 17% erst im Lager, da geht also noch einiges rein. Heilpflanzen haben wir tatsächlich viele, ne?
Wenn wir Bioplastik hätten, ich sag's immer wieder. Zwei Leute liegen ja im Sterbebett. Weil kein Bioplastik. Okay, ich höre jetzt auf zu bauen. Wenn das gebaut ist, dann warten wir. Mehr bauen wir erstmal nicht. Zumindest nichts, was Bioplastik kostet, weil wir müssen erstmal produzieren. Wir brauchen Arzneimittel und wir brauchen Ersatzteile. Und dafür brauchen wir auch Bioplastik. Und das haben wir nicht. Deswegen bauen wir danach erstmal nichts mehr. Im Normalfall müsste das alles funktionieren. Wir haben genug Betten, wir haben genug Essen, wir haben genug Energie. Wobei Energie können wir ja dann auch noch anbauen mit Metall, das ist ja dann egal. So, hier nochmal Wasser. Ausstehende Ressourcen 1, okay. Der ist müde, bis der zu Hause ist. Junge, der ist aber über der Nacht rum. So, Essen ist am Start. Wenn Essen da ist, alles gut. So, lass mal ein bisschen vorlaufen hier. Gucken uns den Spaß mal an. Huch. Hat geknallt. So. Zweiter Essensgenerator ist auch fertig. Und wir haben Essen. Leute, guckt euch jetzt 22. Ist es wunderbar. Arzneimittel sind erschöpft. Komm, wir machen hier nochmal Priorität hoch. Vielleicht bringt's was. Ich weiß nicht. Ich glaube zwar, dass sie trotzdem nicht das Zeug zuerst einbringen, aber sonst kacken uns hier die Leute rein. Das ist... Das ist nicht so gut. Energie ist am Start. So, warte mal. Werkstatt. Ja, wir brauchen auch Ersatzteile. Da führt kein Weg dran vorbei. Warte mal, das hier machen wir jetzt erstmal weg. Oder? Weil diese Prozessoren... Warte mal, wir können doch hier einzelne pausieren, ne? Machen wir die zwei aus. Dann läuft noch einmal Prozessoren, die können wir ja gebrauchen. Die brauchen wir für die Roboter. Und das hier muss rennen. Ersatzteile müssen am Start sein. So, Arzneimittel erschöpft. Jo, ich weiß Bescheid. Dann baut doch mal. Brauchen Bioplastik. 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 Händler? Jawohl. Ja, Kolonisten haben wir aus. So, was willst du denn? 35%? Oh, hier können wir dick shoppen. Warte mal. So, langsam. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Also, der hat Stärke, der Kollege. Und ein Patent für das Kolossalmodul. Wert 400. Dann hat der Bohrbots, Baubots und Transportbots. Bots, Bots, Bots. So. Es wird interessant. Wir können auf jeden Fall ein paar Heilpflanzen handeln. Haben wir genug von. Wir gucken erstmal, auf wie viel Wert wir so kommen würden, wenn wir jetzt hier so handeln. Pass auf. Dann ein bisschen Retortenfleisch. Weil Essen haben wir. Wir können ja eigentlich alles, was wir an Essen haben, verkaufen. Und theoretisch noch 49 Münzen. Metall können wir auch noch zwei reinhauen. So, wir kommen auf 150. Was können wir uns denn für 150 gönnen? Was brauchen wir denn momentan? Ein bisschen Stärke. Ja, und dann ein Baubot wäre cool, ne? Dann können wir uns nicht leisten. Wie ist ein Transportbot? Wir nehmen mal einen Transportbot noch. 128 und den Rest können wir mit Münzen auffüllen. So. So, eigentlich nicht verkehrt, oder? Den Rest brauchen wir gar nicht. Essen haben wir tatsächlich Mahlzeiten 26, alles ohne Ende. Dann können wir hier Essen raushauen. Metalle sehen wir auch gar nicht so schlecht aus. Momentan brauchen wir nichts zu bauen. Heilpflanzen. Ja. Handeln. Machen wir. Ist gebongt. Ist gebongt. Heilpflanzen sind tatsächlich auch relativ zügig, ne? Hier fliegende Steine. Junge, Junge. So, Attacke. Alle laufen so los hier. Hier wäre noch eine zweite Luftschleuse echt cool, ne? Frage ist nur, ob die dann auch benutzen oder ob die trotzdem den kürzeren Weg nehmen.
Da oben. Oh Gott. So. Die wollen alle rein, die wollen alle raus. Los, ab ins Bett mit euch. Warte mal. Luftschleuse. Wollen wir? Machen wir. Weil gerade hier, wenn gehandelt wird, ist es schon echt schwierig teilweise. So, was fehlt ihm noch? Ein Metall, da ist es. Und noch einmal Heilpflanzen. So, dann bekommen wir dafür Bioplastik und ein Roboter direkt was mitnimmt. Ach nee, war kein Bioplastik, war Stärke, genau. So, hier haben wir natürlich noch ein paar Probleme liegen. Was wird gebaut? So, Essen ist am Start. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ressourcen sind erschöpft. Arzneimittel. Ja, ich weiß, Mensch, ich weiß. Woran liegt's denn? Bioplastik, was sonst? Müsste sich ja jetzt gleich alles langsam mal geben. Wir haben hier viel Bioplastik im Lager. Bring den Scheiß doch hier rein, Mann. Ach, haben sie. Jetzt fehlen hier Leute. Alle drei am Arbeiten. Sehr gut. Alle drei heile. Sehr gut. Ja, läuft. Läuft, läuft. Was haben wir hier? Handelsschiff. Ach ja, wir haben ja nur Handel. So, Dominik Borg, grüß dich. Wie viel möchtest du haben? 50%. Du alter Gauner. Du alter Gauner. Nö. Nö. Mach, dass du wegkommst. 50 ist so viel. Ist zu teuer. Jetzt haben wir plötzlich viel Bioplastik. Auf einmal kommt so bam, 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 hast du den Scheiß da liegen. Aber egal. Hauptsache, wir kriegen jetzt hier Arzneimittel. So, wir machen jetzt hier erstmal eins davon weg. Und bauen noch einen Schrank. Oder zwei Schränke, die wir vollhauen können damit. Weil der Vorrat muss da sein. Ohne geht es nicht. So, Wasser ist am Start. Energie läuft. Hundertprozentig. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich glaube, was wir als nächstes doch noch bräuchten, wäre noch ein Schlafsaal. Weil ihr könnt gerade mal 7 Leute pennen, das sind 14. Und hier sind noch mal 10, das sind 24. Das ist nicht mal die Hälfte von den Leuten, die wir haben. Das ist schon... Aber es geht eigentlich, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass hier die ganzen Leute rumrennen und irgendwie Schlafmangel haben, sondern schon... Warte, wir machen mal wieder auf und holen uns noch ein paar Biologen. Oder? Ja. 15 Bioplastik. Ah ja, jetzt geht's aber ab hier. Bioplastik frei 18, Gesamt 24. Wow. So, Arzneimittel haben wir hier auch ohne Ende mittlerweile. Sehr gut. Okay, Freunde, es läuft. Das heißt, wir können hier die Halbleiterproduktion anwerfen. Und wir können die Waffenproduktion anwerfen. Und wir können hier im Kontrollzentrum einen Waffenschrank bauen. Zack. Keine Ahnung, ob wir den brauchen, aber hey. So, da kommt ein Handelsschiff. Das gucken wir uns mal an und dann ist die Folge vorbei. Was hat er dabei? Und vor allem, wie viel will er haben? 35, oh, das ist gut. Warte, da können wir jetzt verkaufen, ne? Können wir jetzt richtig verkaufen. Halbleiter, Wert 40, oh, die sind gut. Die sind gut. Eine Medizin. Reparaturdingen. Metall. Jetzt können wir sogar Bioplastik verhökern hier.
Und so viel brauchen wir gar nicht. Und dann können wir da wieder einen wegnehmen und den wieder wegnehmen. Ach nee, das kostet ja mehr. Aber wir können hier ein bisschen Geld machen jetzt. So. Ja, passt schon. So, Essen brauchen wir nicht, haben wir genug. Handeln. Zack. Cool. Haben wir ein bisschen Kohle gemacht. Das ist gut. Da können wir auf jeden Fall gut mit handeln, wenn wir mal nichts haben. Und wir müllen uns die Lager hier nicht so voll, weil wir haben echt viel mittlerweile, ne? Das ist gar nicht verkehrt. Hauptsache, wir haben hier Medizin ordentlich im Schrank. Dass wenn was ist. Hier muss ja nur mal Meteorit einschlagen. Da ist schon hier voll an der Not. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss. Es freut mich so.